Herzlich willkommen zu Sport am aus Augsburg. Die Entscheidungen fallen heute im Kajak der Herren und im Zweier Kanadier. Markus Becker und Stefan Henze haben hier auf dem Augsburger Eiskanal 2003 die Weltmeisterschaft gewonnen. Und auch heute haben sie sich für das Finale qualifiziert, zählen zum engsten Favoritenkreis. Aber bevor es richtig losgeht, stellt Nils Hahn die beiden noch vor eine fast unlösbare Aufgabe. Markus Becker und Stefan Henze, die Gaudi-Burschen vom Augsburger Wildwasserkanal. Humor hat der, ich hab keine Ahnung, wie das geht, der trotzdem lacht, auch wenn es mal nicht so läuft. Ich sehe jetzt nicht die Komiker schlechthin, würde ich sagen, aber also weil wir arbeiten schon stetig an unserer Entwicklung, aber warum soll man durchs Leben so ernst genug, ja? Also denke ich, sind wir gerne mal für einen Spaß zu haben. Wo ein Wille ist, ist ein Weg und den haben sie bislang noch immer gefunden. Auch in dieser Saison sind sie auf einem guten, beim ersten Weltcup Achter, beim letzten in Bratislava erfreuliche Dritte und jetzt in Augsburg. Ich glaube, Augsburg ist die Strecke, die uns wahrscheinlich am besten liegt. Wie gesagt, wir sind 2003 Weltmeister geworden und trainieren hier seit 2000 in Augsburg bei der Sportfördergruppe. Augsburg und Becker Henze, das passt. Hier feierten sie neben der Silbermedaille von Athen ihren größten Triumph, Weltmeister 2003. Ich bin sehr froh darüber, dass wir noch auf dieser Strecke fahren durften. Ich meine, die ist jetzt von 72, sie ist alt, sie hat ihre Tücken. Überholt würde ich nicht sagen, aber sie ist den Wildwasserstandards der Welt schon leicht unterlegen. Dafür ist sie halt technisch anspruchsvoll. Und für technisch anspruchsvolle Aufgaben sind Becker Henze Experten. An der Eskimo-Rolle mit den Sonnenstühlen müssen sie allerdings noch arbeiten. Markus Becker, Stefan Henze. 4 Fehlerpunkte haben sie gemacht im Halbfinale. Die einzigen, die damit das Finale erreicht haben, die beiden. Studium abgeschlossen. Und jetzt hoffen sie auf den ersten Saisonsieg, nachdem sie in Bratislava schon auf Rang 3 gefahren sind. Ja, super cooler Einstieg, ganz souverän. Also das erste Aufwärtstor, Boot ist ganz flach geblieben, gar nicht irgendwie reingewackelt. Ja, die sind gut unterwegs. Die Abwärtspassage, das Boot bleibt gerade, wird nicht quergestellt. Auch hier ganz souverän aufs Kehrwasser aufgefahren, wieder zurück in die Strömung. Ja, eng ins Aufwärtstor. Jetzt schauen wir mal, wie das bei dem nächsten Aufwärtstor wird. Ja, ganz cool. Also auch hier völlig souverän. Das wird eine Bombenzwischenzeit. Jawohl, 2 Sekunden. Die waren hier schon Weltmeister 2003 in Augsburg. Sie gehen hier jetzt auf Sicherheit. Sie machen so eine Rückwärtstraverse. Das ist durchaus eine Option für die Zweier Kanadier. Also diese Strecke liegt ihnen. Und so gehen sie es auch an. Ja, und das Publikum ist auch mit dabei. Also wir hören es. Das Augsburger Publikum feuert an. Jetzt kommt nämlich der harte Teil. Die unteren Tore einfach nochmal, da muss man nochmal beißen, da werden die Arme hart. Aber auch das läuft einwandfrei. 5. waren sie im Halbfinale und jetzt liegen sie ordentlich vor. Genau, jetzt Restaurantwalze, ganz cool bleiben. Schön. Die Spitze bleibt über Wasser. Abgestoßen hat er sich da hier am Rand hier. Damit kann man nochmal zusätzlich Schwung holen. Und jetzt kann nichts mehr passieren und das sollte doch eine neue Bestzeit werden. Jawohl, die 2, die wissen's. Markus Becker, Stefan Henze auf dem Weg zu einer neuen Führung. Die Franzosen Baez, dort haben sie klar distanziert. Um 3,5 Sekunden. Boah, das ist eine Bombenzeit. Also 112 im Zweierkanal, ja? Naja, da können sich die anderen mal die Zähne dran ausbeißen. Aber man sieht hier blindes Verständnis, ohne Absprache. Da bleibt doch keine Zeit mehr zum Reden unterwegs, da muss einfach alles passen. Becker Henze und der Heimsieg, sie haben es geschafft bei schweren Bedingungen. Aber in Augsburg sind die deutschen Paddler traditionell groß im Fahrt. Markus Becker, Stefan Henze, sie schlagen die Altmeister, die Gebrüder Hochschorner. Hier haben wir das Ergebnis aus der Slowakei. Auf Rang 3 die Tschechen Wolf Stepanek. Felix Michel, Sebastian Piersig auf Rang 6. Lambert Inzinger mit den glücklichen Siegern. Wir haben uns jetzt so ein bisschen aus so einem kleinen Loch befreit.
Und darauf sind wir alle beide, glaube ich, so enorm stolz. Also ich kann das nur immer wieder sagen, da haben wir haben uns echt den Arsch zusammengekniffen, haben gesagt, komm, jetzt geht's ab und nur für uns, nur für uns. Also für niemand anders, das ist für einfach nur für uns zwei, für die Arbeit, die wir geleistet haben. Jürgen Köhler. Stefan, ihr habt euch heute als perfektes Team präsentiert. Vergisst man dann auch die Enttäuschungen des letzten Jahres, zum Beispiel nicht bei den Olympischen Spielen dabei sein zu gewesen? Die Enttäuschung werde ich, glaube ich, niemals vergessen in meinem Leben, aber aus Niederlagen lernt man. Und dass wir uns voriges Jahr nicht qualifiziert haben, hat uns, glaube ich, nur noch stärker gemacht. Und wir sehen jetzt dadurch, dass wir auf dem richtigen Weg dahin sind. Und Bratislava lief schon gut, hier in Augsburg war, glaube ich, der perfekte Lauf. Und es gibt uns einen Aufwind für die WM-Qualifikation, die Mitte August in Markkleeberg ist. Große Erleichterung bei Bundestrainer Jürgen Köhler dank Thomas Becker und Stefan Henze. Ist der erste Weltcupsieg dieser nach-olympischen Saison. Perfekt. Weiter mit dir, Lambert.